Und der Rasse Rotfriesen hat sich dann auf zwei Boden reduziert. Aber nichtsdestotrotz, diese Faktoren können ihre Rasse hier gesehen sehr, sehr schön demonstrieren, präsentieren. Aber ich denke, am Ende an der Karamatomat 42 geht da am heutigen Tag wenig vorbei. Ein enorm gemuskelter Bulle, sehr, sehr gleichmäßig gemuskelt mit einer guten Körpertiefe, mit dem Rückenbereich drin, einer schönen Länge, festen Übergängen. Er bewegt sich sehr flüssig, ist gut und korrekt gestellt, weil es für die Klauen auch, also wie gesagt, ein Bulle wie gemalt. Das hat er heute mit den Entscheidungen natürlich nicht zu tun, aber dieser Bulle war Bundesliga 2017, hat sich aber von der Rasse her auch keinesfalls verschlechtert, sondern präsentiert sich hier in ganz, ganz ausgezeichneter Weise. Ivo heißt er, kommt aus dem Zuchtbetrieb Hartmut-Ritter in Weber. Ein Bulle, wie er im Buche steht, wie man ihn malen würde, wenn man so einen Traumbullen sucht. Als Rehplatzieren natürlich bei dieser starken Konkurrenz ist das schon ganz einfach. Als Rehplatzieren der zwei Jahre jüngere Kasper aus dem Zuchtbetrieb Peter Pilsch in Liebenstein. Auch dies ein sehr kompletter Bulle mit einer guten Ummuskelung, mit einer guten Mittelhandlänge. Noch ein bisschen.